Hallo und willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Ja, heute ist Sonntag, das Wetter ist Bombe. Als wir heute Morgen losgefahren sind, mein Bruder und ich, waren es 8 Grad. Jetzt sind es knapp 22 Grad, also es war richtig warm geworden. Tolle Sonne, wie gesagt. Ja, und wir sind fündig geworden. Und mehr, ja, und ich erzähle noch ein bisschen mehr gleich. Das war heute ein sonniger Flohmarkt. Wir sind bei einem auf dem großen auf dem IKEA-Flohmarkt, kann man so sagen. Wer bei IKEA schon mal war, er weiß, die Parkplätze sind groß und der war zu 80%, kann man fast sagen, gefüllt. Ja, leider mit sehr vielen Semi-Händlern. Nicht wirklich jetzt Entrümplern, da waren auch welche dabei, aber nicht wirklich viele. Die meisten, wenn, hatten mehr so Metallsachen wie Werkzeuge. Es gab auch Privatleute ein bisschen, aber es waren doch sehr viel diese ausländischen Berufshändler, die dort sind, mit allem Firlefanz von Handys über irgendwelchen Filmen, wo man echt gucken muss, damit man noch was Gutes erwischt. Aber vielleicht hat man die eine oder andere Perle gefunden. Also wir sind echt fündig geworden. Wir mussten ein bisschen kramen und auch stark handeln. Also es war ja fast ein Bazar. Es gab eine ganze Ecke, da hast du echt gefühlt, das war eine Bazar-Stimmung. Also billige Klamotten, DVDs, wo man nicht genau wusste, sind das echte oder nicht. Also es war schon ziemlich seltsam. So, weil es warm ist, habe ich mir auch was zu trinken geholt. Einen schönen Saft, Multivitaminsaft übrigens. Damit man nicht unbedingt ins Husten kommt. So, wie gesagt, wir haben eine ganze Menge gefunden und ich fange gleich einfach mal an mit Spielzeug. Da ist gar nicht so viel. Ich habe immer viel geguckt nach Figuren oder sonst was, aber da gab es diesmal wirklich gar nicht. Mein Bruder hat zwei Sachen von Lego gefunden, also Lego Super Mario. Und das Traurige, er hat sich verguckt und hat die leider doch schon. Das heißt, die werden mich oder uns auch wieder verlassen. Hier einmal das Super Mario mit seinem Bienenkostüm und Super Mario mit seinem Waschbärenkostüm oder Katzenkostüm. Wunderbar, aber leider hatte mein Bruder die schon, gab es für 10 Euro zusammen. Für den gleichen Kurs wird es auch uns wieder verlassen. Also das ist so der gängige Kurs. Wir wollten erst 6. Stück haben oder runtergehandelt. Und dann gab es ein Buch, was ich gefunden habe. Hatte auch einen Stand mit 3 Fragezeichenbüchern gefunden. Da war ich aber, im Zweifel habe ich die, die waren schon gut, aber ich glaube, die habe ich alle gehabt. Ich habe meine Liste nicht wirklich gecheckt, aber egal. Das Buch, was ich jetzt habe, habe ich einfach mitgenommen. Ist in sehr gutem Zustand eigentlich. Ist ein Hardcover und zwar Alf. Hallo, da bin ich. Hallo, da bin ich. Schönes das Slogan. Ist ein Roman, also wirklich ein voller Roman, wie Alf wohl bei den Tenners angekommen ist, denke ich mal. Rainer Büttner, es wird ein deutscher Roman sein, also in dem Sinne, von 87. Ja, ich gucke gerade, ob irgendwas übersetzt ist. Nein, das muss also deutsch sein. Das ist sogar die 2. Auflage. Ja, gab es für 1 Euro. Ich bin jetzt kein Alf-Sammler, aber sowas nehme ich immer gerne mit. Und ich habe ja Freunde, die Alf sammeln, also warum nicht? Ja, ich überlege gerade mal, was man als nächstes ist. Natürlich alles jetzt ein bisschen sortiert. Ich habe die Games sortiert, also wir haben auch Games gefunden. Die kommen als letztes, Filme und so weiter. Deswegen, das ist so ein bisschen alles immer durcheinander. Man stöbert ja und das ist so, wie die Tische sind. Die sind wirklich voll durcheinander gewesen. Und man musste echt suchen. Und ja, manches war auch Schrott. Also es war auch sehr viel kaputt gemacht. Und ihr kennt diese Händler, die nicht gerade sorgsam umgehen. Und da hat man nach einer Woche sehen die schon, oder nach 2 Flohmärkten sehen die schon schlecht aus. So, dann habe ich Kassetten gefunden. Ich wollte eigentlich noch eine andere Kassette dazu holen, um euch den Unterschied zu zeigen. Aber das mache ich dann gleich als Fotoeinblendung. Und zwar habe ich jetzt hier Hörspielkassetten gefunden. Den Anfang machte eine Kassette ohne Cover, 50 Cent, Tim und Struppi, ne? Der Fall Bienlein. Sowas lasse ich dann auch nicht liegen. Ich muss noch zurückspulen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber Tim und Struppi ist so, ihr wisst ja, ich sammle das, also nehme ich es mit. Ja, und dann war da auch ein Stand, der hatte eine ganze Menge Kassetten, habe ich gewühlt, wollte 1 Euro das Stück haben. Ich wollte erst runterhandeln. Das Problem war, das war nur eine Vertretung und die wollten nicht handeln, solange ich ihre andere
Freundin, das waren zwei erwachsene Frauen, da war oder ihre Kollegin. Dadurch hat sie keinen handeln lassen, aber ich sagte, 1 Euro pro Kassette war okay. Und ich habe dann mitgenommen eben halt die Muppets, Weihnachtsgeschichte, sieht man auch sehr selten. Und 2 Asterix-Kassetten. Und zwar die Nummer 2 und die Nummer 3 muss das sein, wenn ich das richtig... Genau, 2 und 3, Asterix und Kleopatra. Und Asterix als Gladiator. Und in dem Fall wollte ich euch was zeigen, denn das sind die Asterix-Hörspielkassetten von Karussell. Auf dem letzten Flohmarkt hatte ich eine Kassette gefunden, das werde ich jetzt als Foto einblenden, um ein nebeneinander zu sehen. Das ist die Asterix-Kassette als Gladiator aus dem Europa-Verlag mit den Stimmen von Hans Klarin und Günter Fitzmann. Und hier sind das jetzt andere Sprecher, die sind auch etwas später aufgenommen. Ich kann jetzt mal einfach zitieren, wer da jetzt hier spricht. Hier spricht zum Beispiel Peter Heinrich und Douglas Welbert als Asterix und Obelix, also komplett andere. Und ich gucke gerade nach dem Datum, die sind so 97 aufgenommen und die anderen stammen aus den 80er Jahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte diese hier vorher auch noch nicht in der Hand. Und ich habe immer gedacht, das ist eine Neuauflage, die haben die Rechte gekauft. Nein, das ist eine neue Serie, also eine eigene Serie. Somit finde ich das recht interessant, das mal zu vergleichen. Hier zum Beispiel sind auch ganz normal, so, na was ist das ganz normal, durchsichtige Kassetten. Aber wie ihr gesehen habt, Unterschied. Und für den Asterix-Sammler oder Comic-Sammler sind beide Versionen ganz klasse. Ja, und wie gesagt, ich habe die so noch gar nicht gesehen. Ich meine, ich weiß, dass sie gibt, vielleicht mal irgendwo, nicht am Flohmarkt, auf einer Börse vielleicht mal gesehen, aber ich habe nicht so explizit darauf geachtet. Jetzt habe ich den Flohmarkt gefunden, ja, mitgenommen. Ob ich die behalte, weiß ich noch nicht, aber da man sie selten sieht, nehme ich es mit. Das Muppets wird mich, denke ich mal, verlassen. Irgendein Kollege wird sicherlich das Interesse haben. Oder ich nehme es auf die Börse mit. Oder die Toyplosion, wo ich auch sein werde am 26.8. in Castrop-Rauxel. Also, ne, wer da ist, vielleicht habe ich sie noch dabei. Ja, okay. Dann habe ich hat mein Bruder einen Manga gefunden. Dazu gesagt, all das, was jetzt hier gefunden ist, sind mein Bruder und ich. Ne, also es ist für 2 Leute, was ich euch zeige, nicht nur für mich alleine. Ja, er hat einen Manga gefunden, zwar die Nummer 16, aber das gab es für 3 Euro. Ist noch verpackt aus dem von Kase. How Not to Summon a Demon Lord. Ist ein, ja, ein bisschen freizügiges Manga und ist deswegen empfohlen ab 18 Jahre. Mein Bruder wollte die Serie mal reinlesen. Ja, und es ergab sich eben halt, mit dem Preis kann man das neue ja gerne mal mitnehmen. Genau. Und dann komme ich jetzt zu Filmen. Filme haben wir auch gefunden. Ich habe auch wieder DVDs mitgenommen. Ich nehme eigentlich seltener DVDs mit, weil man möchte ja schon upgraden. Das heißt, es sind immer ausgewählte DVDs. Diesmal habe ich etwas, was ich glaube ich noch nicht, was es noch nicht auf Blu-ray gibt. Und zwar die erste Staffel von Transformers Prime. Transformers ist ja auch eine Riesenserie, die ich liebe. Die Transformers Prime Serie, die ja eigentlich ein bisschen mehr so eine Mischung hat vom Design her eben halt wie die Michael Bay Filme, aber ein bisschen gute Geschichten auch erzählt. Also ich muss sagen, die Geschichten sind großartig. Ich habe die bisher auch nur geguckt und ja, mir nicht jetzt gekauft irgendwie auf DVD. Und dann habe ich sie eben halt jetzt gefunden. Ich habe 3 Euro dafür bezahlt, für also die ganze erste Staffel mit 26 Folgen im Schuber. Im Schuber waren erst 2 andere Transformers-Folgen von der gleichen Serie, aber aus der zweiten Staffel. Nur da gab es eine Edition mit, weiß ich nicht, mit 5 DVDs oder so. Und das wollte ich dann nicht haben. Also das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Weiß ich nicht. Ich habe es aber nicht mehr gemacht. Vielleicht, weil ich auch gehofft habe, dass ich irgendwann mal die zweite Staffel komplett finde. Das fand ich dann besser. Im Nachhinein überlegt, ja, vielleicht hätte ich mitnehmen sollen. Egal, habe ich nicht gemacht. Komplette erste Staffel Transformers Prime auf DVD. Ja, für 3 Euro. Oder? Man sagt ja mal, kann man nicht meckern. Ja, kann man auch nicht. So, und dann kommen ein paar weitere Filme. Wobei ich sagen muss, dass ich noch mal 1, 2 Hüllen
austauschen muss, weil die wirklich angeknackst sind. Also es gibt welche, die schmeißen die in die, ihre Kisten rein und dann wird richtig durchgewühlt und dann, ja, kein Wunder, dass da was kaputt geht. Aber ja, was habe ich gefunden? Und zwar habe ich hier einmal gefunden mit Jared Butler und wen haben wir noch hier? Ed Harris, Andy Garcia, Geostorm, kein schlechter Film. Ich überlege gerade, was haben wir bezahlt? Bei jedem Film so zwischen 2 und 3 Euro das Stück. Also in dem Sinne, also nicht mehr, wirklich nicht mehr. Dann auch gebundelt eben halt auch teilweise. Also wie gesagt, Geostorm haben wir einmal mitgenommen. Ja, dann habe ich einen Film mitgenommen, eigentlich jetzt, um es doch zu komplettieren. Ich habe auf einem der letzten Flohmärkte eine Blu-ray-Dreierbox von den Daniel Craig James Bond Filmen gefunden. Ja, und das waren die ersten drei von seinen 5 Filmen, die er gedreht hat. Naja, und dann habe ich überlegt, komm, dann kannst du die letzten 2 auch noch ins Regal stellen. Einen davon wollte ich sowieso haben und dann, da ich die anderen jetzt wirklich, also Casino Royale, Quantum Trost und Skyfall hatte, dann habe ich jetzt für 2 Euro Spectre mitgenommen. Habe ich den wenigstens auch. Dann kann ich auch vorgreifen, wo ist der denn da? Gab's für 3 Euro gab es den Keine Zeit zu sterben. Den wollte ich auf jeden Fall haben. Den Film fand ich auch richtig gut. Klar, ich bin mit ein paar Sachen nicht ganz so zufrieden. Ein paar echte Logiklöcher, die sie da haben. Und ich bin kein Freund davon, vom Finale. Das ist kein James-Bond-Finale für mich. Ja, ansonsten 1-2 Szenen, die so ein bisschen affig sind. Ich finde sowieso diesen Virus ein bisschen, passt nicht wirklich. Aber egal, es ist tolle Action. Er hat auch endlich den Humor, den ich als James Bond mochte. Der fehlte mir in den anderen Filmen eigentlich. Damit finde ich neben Casino Royale, muss ich sagen, von den Daniel Craig Filmen den am besten. Also, und wie gesagt, diese Collector's Edition, ich bin ja Making-of-Freund, deswegen freue ich mich da drauf. Den gab es, wie gesagt, für 3 Euro. Und der ist noch relativ neu. Und Spectre gab es dann dazu. Somit habe ich alle Daniel Craig komplett auf Blu-ray. Ja, kann man so stehen lassen. So, ihr wollt jetzt wissen, was gab es denn noch? Ich mich über mit James Bond palaber. Ja, hier haben wir einen Film, den wir mal gesehen haben, mein Bruder und ich, aber irgendwie noch nicht in der Sammlung haben. Kein schlechter Film mit Josh Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte, Emma Stone und Sean Penn und Mickey Cohen. Nee, Sean Penn als Mickey Cohen. Und zwar Gangster Squad. Richtig cooler Film. Richtig cooler Film. Geile Action, so ein bisschen 30er Jahre, kann man sagen. Ja, ein Film, den wir auf Blu-ray noch nicht haben, irgendwie doch in die Sammlung jetzt aufnehmen mussten. Und mein Bruder sagte, komm, endlich nehmen wir den mal mit. Die Hülle muss wohl ausgetauscht werden. Wenn wir so eine dicke Hülle haben, die sieht irgendwie ein bisschen dicker aus. Egal. Braveheart, der fehlt uns noch. Haben wir nur auf DVD bisher gehabt. Somit ist das ein Upgrade. Genauso wie das ein Upgrade ist, die Special Edition von Mel Gibson's Payback. Und zwar ist hier die Kinofassung und der Director's Cut. Der Director's Cut ist eigentlich eher die erste Fassung und die Kinofassung ist dann nochmal bearbeitet worden mit neuem Material, 19, ein paar neuen Schauspielern und so weiter. Andere Auflösung, also richtig coole Sache. Gibt es jetzt auch auf Blu-ray, beide Fassungen drauf und wie gesagt, gab es im Bundle, 2,50 Euro, 3 Euro. Ja, dann auch dabei noch Sealed, Donnie Yen, Ip Man 4. Die Ip Man Trilogie oder die ersten Filme haben wir auch schon gefunden. Jetzt noch den vierten Teil. Also es macht sich, das sind richtig coole Actionfilme, Kung-Fu-Actionfilme, lässt sich auch sehen. Und ich glaube, den gab es jetzt, ja, ich bin schon fast sprachlos ohne den nächsten Kommentar. Das gab es auch. Eigentlich haben wir das wegen dem zweiten Film geholt, 2 James Cameron Filme auf 4 Discs, beziehungsweise der eine Film ist auf 3. Und zwar handelt es sich um die 3D-Fassung von Avatar und Titanic. Titanic ist mit in 3D auf 2 Blu-rays und dann gibt es den Film nochmal auf einer normalen Blu-ray. Ja, und wegen Titanic, weil wir den nur auf DVD haben und er ist ja Kult und James Cameron ist ein großartiger Regisseur. Ja, darf nicht in der Sammlung fehlen. Also haben wir mitgenommen, haben wir für 3 Euro gekriegt. Also deswegen auch richtig gut. Eigentlich ein schöner Schnapper, kann man so sagen. Ja, gut, Filme schiebe ich mal da hinten rüber. Fürs Finale nachher, also für den finalen Shot, wo ich nochmal alles rüber in einzelnen Szenen fürs Ende der Kamerafilme, da werden die natürlich auseinandergenommen. Jetzt wird erstmal hingelegt.
ist noch einiges da. Und jetzt kommt der Teil, der ihr oder ihr am meisten liebt, die Games. Ja, ich fange an noch mit einem Kartenspiel. Ein sehr gutes. Mein Bruder hat das schon beim Freund gespielt, der sehr viel Brettspiele spielt. Und zwar handelt es sich um Saboteur. Ich kenne es nicht. Man muss irgendwie Tunnel graben. Also so eine Art Tunnelbau. Und irgendwie die Spieler müssen gegenseitig sich sabotieren, und damit der andere nicht zum Ergebnis kommt. Oder nicht zum Ziel kommt, wie auch immer. Ja, gab es für, ich glaube, auch 2 oder 3 Euro. Ich habe das nur halb mitbekommen. Für, ja, ich glaube, doch 3 Euro hat mein Bruder, nee, 4 Euro hat mein Bruder bezahlt. Mit 3 angefangen, auf 4 dann. Das gab es dann hier von World of Nintendo. Einen Zelda-Link aus Wind Waker ist das, glaube ich, ne? So klein. Naja, ist eigentlich auch egal. Ein kleiner Zelda. Oder Link, besser gesagt, mit seinem Schild. Ja, für den Preis kann man es auch gerne mitnehmen. Ja, und dann gab es Spiele. Als erstes habe ich jetzt ein paar PC-Spiele, die wir mitgenommen haben. Einen ganzen Stapel hier. Sind auch sehr neuwertig, noch ein Teil wirklich, also absoluter Neuzustand. Gab es für Stück 1 Euro. Ja, und dann hat mein Bruder und ich gesagt, komm, nehmen wir mit. Ein paar Sachen, ein, zwei hatten wir schon, aber das ist echt ein gutes Upgrade, weil sie sind echt neu. Hier haben wir einmal Dark. Das ist so ein Stealth-Action-Spiel. So, hier, Dark. Dann, ja, als Capcom-Fan und in dem tollen Zustand, kann man es gerne haben. Lost Planet 3. Da habe ich übrigens mitbekommen, dass das, wenn man das bei sich über die Xbox-Fassung, also wenn man das im PC installiert und dann irgendwie kann man das per X registrieren und dann kann man das auch als Download auf der Xbox spielen. Richtig cool. Ich merke gerade, dass hier noch ein kleiner Aufkleber drauf ist. Den muss ich nochmal wegmachen. Dann lege ich mir das nochmal zur Seite. So ein bisschen. Ja, dann von Crimson Cow ein Adventure, Sekiro, kenne ich gar nicht. Oder so ein kleines Action-Adventure muss sein. Richtig cool. So ein paar Bilder. Ich habe, wie gesagt, sagte einem nichts, aber für 1 Euro noch absolut zielt und neu. Auch wenn hier so ein Knicker drin ist. Dann hier Kronos. Das ist so ein Taktikspiel. Wie gesagt, lagen da für 1 Euro das Stück. Und mein Bruder sammelt ja auch gute Spiele und sind ja auch gut, teilweise gute Spiele. Und wie gesagt, ich bin großer Adventure-Fan. Deswegen habe ich auch der Fall John Yesterday. Die haben auch von den Pendulo Studios auch ein schönes Adventure. Hier, top Neuzustand. Also das Ding ist traumhaft, im Traumzustand. Noch nie geöffnet worden, noch nie gespielt worden, und es ist auch ein cooles Adventure. Hier ist sogar limitierte Auflage mit Soundtrack, Poster und Klingelton als MP3. Okay, ob ich den Klingelton brauche, ist eine andere Sache, aber mit Soundtrack liebe ich sowas. Also richtig klasse. Tolle Edition. Und hier, ja, sowas wie Limbo, glaube ich. So ein bisschen so ein Arthouse-Style-Game. Monochroma. Könnt ihr auch sehen. So ein bisschen Limbo-Style. Nicht schlecht. Und wie gesagt, für 1 Euro kann man das gerne mitnehmen. Ja, und das letzte PC-Spiel, wir kommen noch Konsolenspiele, ich habe es schön sortiert, alles für euch, ist El Matador. Auch im Traumzustand hier, ist alles wie neu, also als ob es noch nie benutzt wurde. El Matador ist ein Third-Person-Ego-Shooter. Oder nicht Ego, Third-Person-Shooter. Und zwar basiert er auf der Max Payne 2 Engine. Das ist die einzige Lizenzierung dieses Spiels, meinte mein Bruder. Also der Engine. Das heißt, es ist, wer Max Payne 2 kennt, das ist eben halt in dem Stil richtig geile Grafik. Ein cooles Adventure, ja, coole Geschichte. El Matador, also es ist echt ein cooler Shooter. So ein bisschen, ihr könnt es sehen, das erinnert an Punisher. Also in dem Sinne wisst ihr, was euch da erwartet. Ja, gut. Weiter geht es mit weiteren Games. Jetzt kommen wir aber zur Konsole. Das freut euch mehr.
kennt das wahrscheinlich auch mehr. So, als den Anfang macht ein Wii-Spiel, was mein Bruder und ich gar nicht so auf der Schippe hatten. Und zwar Mario Sports Mix. Sagt uns gar nichts. Völkerball, Basketball, Hockey, Volleyball. Alles dabei. Ja, hatten wir noch nicht. Ja, hatte man nicht so auf der Reihe. Man hatte immer so weiß ich nicht, Fußball-Brawler oder sonst was auf der Reihe. Aber den jetzt irgendwie nicht. Das ist schon merkwürdig. Aber was es so gibt, meine ich. Aber egal. So, dann kommen ein paar Xbox 360-Spiele. Achso, das hat 3 Euro gekostet. Also das haben wir auch recht gut gehandelt. Jetzt haben wir hier 3 Xbox-Spiele. Da haben wir, ja, man kann durchschnittlich sagen, 4 Euro. Wenn ich jetzt alle zusammennehme, haben wir 4 Euro auf das Stück bezahlt. Und zwar einmal Eragon. Ist halt zum Film. Darf man nicht viel erwarten. Genauso wie hier der goldene Kompass. Aber hat man noch nicht in der Sammlung. Und mein Bruder sagte, okay, komm, warum nicht? Weil er 2 Spiele noch nicht hatte, als er das geballert hat. Und zwar einmal hier Tom Clancy's Hawk. Das ist jetzt in der UK-Fassung. In der PEGI-Version. Davon hatten wir nur Teil 2. Jetzt haben wir Teil 1 auch. Die Limited-Fassung von Battlefield Bad Company 2 für die 360. Das fehlt ihm auch noch. Ja, und dann, aber das hat er. Das ist aber einfach mitgenommen dann, weil er irgendwie sich verguckt hat. Avatar von James Cameron. Ja. Das, war ärgerlich halt, ne? Kann man so sagen. So, dann habe ich, was soll ich zu den Händlern sagen? Also, wir sind jetzt bei einigen Privatleuten gewesen, die haben das ein bisschen verkauft. Aber wir waren auch bei einem Händler, der hat alles runtergeramscht zwischen 2 und 5 Euro und dann konnte man ein bisschen wandeln noch. Da habe ich auch dieses Spiel mitgenommen. Eigentlich haben wir das, aber wegen dem Aufkleber, der dazugehört, bin ich ein bisschen skeptisch und deswegen wollten wir dem Sache auf den Grund gehen und für 2 Euro haben wir gesagt, komm, nehmen wir mit. Und zwar handelt es sich um Hitman Absolution und hier ist so ein Complete Edition Aufkleber und das hat uns stutzig gemacht. Keine Ahnung, was es in dem Sinne jetzt auf sich hat. Ich habe noch keine Zeit gehabt nachzuforschen. Ich habe gerade gereinigt nach dem Flohmarkt und nehme das jetzt auf. Dann ein Spiel, was wir noch nicht in dieser nicht richtig hatten, sondern ich habe nur eine Pressefassung gehabt. Das Spiel richtig, da haben wir mitgenommen von Capcom Dragon's Dogma. Leider ist das Cover so ein bisschen oder die Hülle so ein bisschen angegriffen, als ob die feucht geworden ist. Ein bisschen merkwürdig, aber sonst ein sehr guter Zustand von drin. Ja, und dann mitgenommen, auch für 4 Euro, war eigentlich etwas, was nur für meine Sammlung ist. Für die Xbox One, The Evil Within. Ich habe es für die anderen Konsolen, aber ich bin ein großer Fan der Reihe von Shinji Mikamis Werk. Und ja, ergab sich so, dass ich diese Fassung da, die The Fighting, mit The Fighting Chance Pack drin, ja, für 4 Euro dann mal mitgenommen habe. Man muss ja die Edition manchmal haben, irgendwie. Weiß ich nicht. Ich finde es cool, wenn ich die habe. Ja. Und dann haben wir einen ganzen Haufen PlayStation 1. Aber PlayStation 2 Spiele. Die kommen jetzt als nächstes. Die ist auch in Ordnung. Von allem da ist dabei. Die Hülle leider nicht. Die ist im Arsch. Kann man so ehrlich sagen. Aber sieht man seltener. Jet Li Rise to Honor. Das haben wir auch schon. Das wird uns auch verlassen. Ein Spiel. Das gab es, ja, das ist auch in einer blöden Hülle. Ich überlege schon, ob ich die noch austausche, weil sie auch ein bisschen kaputt ist. Und die ist noch ziemlich verdreckt, weil diese Aufkleberreste sind noch drauf. Aber ich habe es noch nie gesehen. Ich habe geguckt, es ist so ein 5-Euro-Titel sonst auch. Ich habe aber, glaube ich, 2 bezahlt. Ne, 2 habe ich bezahlt. Hurdy-Gurdy von Core, von den Tomb Raider-Machern. So ein Action-Arkadig. Ja, Kart kann man nicht sagen, sondern irgendwie so ein Action-Plattformer, keine Ahnung. Ein bisschen wie ein Trickfilm auch. Noch nie gesehen, deswegen einfach mitgenommen. Ja, dann ein Spiel, was eigentlich großartig ist, aber auch ein kaputtes Cover hat, ansonsten einen Top-Zustand. Auch von Capcom, Chaos Legion. Wir haben es auch verlassen, weil wir haben schon, aber wir haben das im Bundle mitgenommen.
Ja, hier haben wir einen Racer, einen Action Racer, Power Drone. Auch richtig cool. So, weiter geht es. Was haben wir denn noch gefunden? Auch ein Spiel, was wir abgegradet haben, weil ich auch nur eine Pressefassung liegen hatte. Und zwar Area 51. Ist jetzt nicht der Megatitel, aber ja, ergab sich so. Ein Spiel, was wir jetzt nicht auf der Liste hatten, aber einfach gesagt, komm, nehmen wir mit. Weil es ist noch nicht in der Sammlung. Rocky Legends ist so ein Boxspiel. Später haben wir es nochmal für die Xbox gesehen, für die klassische. Hätten wir es auch nochmal mitnehmen können, aber haben wir jetzt nicht. Und hier haben wir das Spiel Minority Report Every Runs. Das ist halt auch eine Parallelwo-Geschichte zum Kinofilm. Hatten wir noch nicht. Kommt dann sozusagen in die Sammlung. Ja. Dann ein Spiel, was ich echt cool finde, aber es ist halt auch kein besonderes Game, weil es ist mehr so ein Kampfspiel. Samurai Warriors 2 Empires. Auch sehr guten Zustand. Richtig cool. Ja, und ein anderes Spiel von Star Wars, was kann ich auf dem Schirm hatten, ist so ein maximal 15-Euro Titel inzwischen. Star Wars Super Boom Bad Racing. Ich vermute mal so eine Art Mario Kart Klon, wo man gegeneinander kämpft und man kann entweder als Jar Jar Binks, Boss Nass, Obi-Wan Kenobi, Queen Amidala, Anakin Skywalker, Sebulba, Darth Maul oder Yoda in so einem Gleiter dann entsprechend gegeneinander racen und jeder hat dann Fähigkeiten. Es ist im Endeffekt wie Mario Kart. Ja. Dann gab es noch ein Spiel, das ich jetzt meinem Bruder überredet habe, aber da haben wir uns auch nicht, habe ich auch nicht ganz geguckt, weil mir ging es um ein anderes Teil, das habe ich jetzt da erstmal auch hier hingelegt, was dabei war. Es sollte sein Rayman 3 Hudloom Havoc. Sollte es sein und später habe ich erst gemerkt, ich habe nur aufgeguckt, es ist Rayman drin, aber Rayman Revolution und kein Handbuch. Na gut. Aber das wurde jetzt mitgebundelt und dadurch war es 3 Euro. Gut, das fliegt natürlich raus. Aber warum ich das unbedingt haben wollte, war folgendes. Hier war beim Cover noch das Lenticular-Bild drin. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Und das findet man selten. Und deswegen wollte ich das haben. Und das allein macht den Preis gut. Ich werde mir jetzt eine schöne Version von Rayman 3 suchen, wo ich das dazu packe und das hier wird mich verlassen sozusagen. Es fehlt, ist ja nicht das richtige Game, weil das Revolution habe ich. Ja, und jetzt habe ich auch dieses Cover, das ist, macht das ja her, ne? Richtig cool. Gut, und jetzt habe ich noch einen kleinen Stapel an Games, wobei ich doch da die Hüllen austauschen muss. Beziehungsweise, ich sehe gerade, ich habe noch eine Audio-CD dazwischen, die ich mitgenommen habe. Einfach auch so, weil ich gerade online seine Musik gehört habe. Und dann sah ich da die Maxi mit Musikvideo. Das kann ich jetzt nicht nennen, auch eine Video-CD oder so. Aber einfach so, weil es auch cool ist. Von Psy, Gangnam Style. Oder Gangnam, genau. Das ist eine ganz normale CD. Keine Ahnung. Na, das ist jetzt... Ich sehe gerade hier, ist ein bisschen verschoben. Ordentlich wieder rein. Dann mache ich gleich. Auf jeden Fall habe ich das noch nicht in der Sammlung gehabt und ja, was heißt nicht, ich habe es nicht gehabt, das hat sowas aber gar nicht auf dem Schirm. Aber warum nicht, ist doch recht cool. So, und dann habe ich PlayStation 1 Spiele gefunden, beziehungsweise davor noch eine PlayStation 1 GameZone Demo Disc und zwar auch hier mit Silent Hill dabei. Deswegen fand ich es geil, habe ich für 1 Euro. Da war schon ziemlich handeln, weil der wollte 3 haben und ich dann, hey, das ist eine Magazin-CD, da ist nichts drauf. Und alte Games. Ja, war es nicht, alte Games. Ne? Zum Glück hat er nicht erkannt, dass es Silent Hill war, sonst hätte er vielleicht noch mehr verlangt. Keine Ahnung, was es direkt ist. Ich muss es mir mal angucken. Es ist, wie gesagt, eine Demo-Disc. Wenn eine Demo von Silent Hill drauf ist, das wäre natürlich geil, auf jeden Fall, auch wenn es von der PlayStation so ein CD ist. Aber findet man ja seltener. Also habe mich sehr gefreut. Gut. Und das Abschließende jetzt, was sozusagen das finale Fundstückchen war, sind, jetzt muss ich kurz zählen, damit ich das genau sagen kann. Nee, bevor ich zum Finale komme. Ich habe hier noch 6 PlayStation 1 Games. Aber
den Anfang macht erstmal ein Spiel, was wir einzeln gefunden haben. Ich bin der Meinung, das haben wir schon, dann haben wir es aber vergessen, wo aufzuschreiben. Und zwar ist es M&M Shell Shock für die PlayStation 1. Hat 2 Euro gekostet. Ist ein lizenzierter Jump-and-Run-Geschicklichkeitsspiel. Eben halt von M&Ms. Also da kann man nicht viel erwarten. Wir haben es mal gespielt, das ist nur Durchschnitt. Gut, jetzt kommen wir aber zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Also ich war da noch beim Händler. Den habe ich schon mal gesehen. In einem anderen Ort oder beziehungsweise dem habe ich ihn auch schon mal gesehen, aber er hatte nicht selber seine PlayStation-Kiste dabei. Also PlayStation 1-Kiste, er hat meist die anderen Games nur. Und ich habe einmal bei ihm Promos gekauft. Also da waren zwischen Promo-CDs, weil er hatte eine Sammlung aufgekauft und die war da so mit verteilt. Ja, also habe ich kurz mal geguckt und da waren wieder ein paar dabei. So, und da habe ich mich sehr gefreut. Auch ein normales Spiel, bevor ich euch die Promos zeige. Das ist mal das normale Spiel. Hier habe ich schon mal meine Hülle ausgetauscht, auch wenn meine nicht hundertprozentig heil ist. Die jetzt, von der war das Frontcover kaputt, aber ein cooles Spiel. Vergessene Welt, Jurassic Park. Da spielt man Dinos, das macht das richtig cool. Man kämpft gegen Dinos, also als Dino, 40 Level packen im Spiel. Steuern Sie 5 Charaktere, einschließlich des bösen T-Rex. Das ist ein cooles Game, auch im Top-Zustand. Klar, die Hülle war beschädigt, aber ansonsten, das wär, ja, super. Und jetzt, wo ich sie ausgetauscht habe, kann ich sie auch besser hinstellen. Ist auf jeden Fall ein tolles Game. Und ich habe für diese Games, sag mal so, der hat von dem, was er sah, immer gehandelt, irgendwelche Preise in den Raum geworfen. Der kannte sich gar nicht aus, Hauptsache verkaufen, so teuer wie möglich. Und er wollte für diese 5 Games 50 Euro haben. Ich zeige euch diese Games bis auf eins, weil das ist kein... Ich weiß nicht, ob es ein Game ist. Ich zeige euch erstmal die Games. Und hier, ja, also das da. Gut, ich zeige euch das schon, aber ich erkläre noch was später. Resident Evil 1. Aber das kann man hier als volles Game rechnen. Zeige ich euch gleich, warum. Und diese drei, das sind alles 3 Promos. Booklet und Promo-CD. Ich muss noch die Höhlen austauschen, die haben noch irgendwelche Aufkleber an der Seite. Für diese wollte er, in dem Sinne, für diese 5 wollte er 50 Euro erst haben. So, lasst euch das durch den Kopf gehen. Das ist jetzt hier Mulan, ne? Interaktive Abenteuer von Mulan. Ihr seht hier Cover und die Promo-CD. Da steht hier auch Promotion. Das ist so ein bisschen mehr Geschicklichkeitsgames, so Minigames. Hier haben wir auch so ein Geschicklichkeitsspiel. Disneys Tarzan. Das ist keine schlechte Sache. Ne? War ein bisschen Feuchtigkeit, hat schon mittlerweile das gesehen. Ist auch schon ein paar Flohmärkte her, dass das Moment dabei hatte. Aber eben halt Promos vom PlayStation 1. Sieht man selten und das sind, ja, ist schon recht cool. Und, also die Höhlen werde ich austauschen noch. Hier jetzt auch die Promo-Version. Ich hatte noch die normale Fassung, aber ich glaube auch, die habe ich in der Sammlung. Aber als Promo eben nicht. Und zwar Magical Tetris Challenge. Und zwar ist das mit Disney auch richtig cool. Tetris geht ja bekanntlich immer. Ja, und für das plus dieses Resident Evil Teil, was ich euch gleich noch genauer zeigen werde, weil es ist schon merkwürdig, anstatt das PlayStation Logo steht da nur PS. Ich glaube, es ist ein komplettes Bootleg. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, hier ist Cover, ist, ja, ich zeige euch das ja jetzt, ist irgendwie ein Ausdruck gefühlt. Die CD ist auch sehr merkwürdig, NTSC, dann steht da PS. Deswegen habe ich es einfach nur für eine Sammlung mitgenommen, ist aber keine gebrannte CD, sondern wirklich so top. Aber eben auch nicht schwarz für eine PlayStation. Also wie gesagt, ich denke, es ist ein Bootleg, ein gut gemachtes. Aber so als Resident Evil Versionssammler, denke ich, ist da schon ein lustiges Teilchen. Naja, und das macht es nicht gut. Also, mehr zu zeigen habe ich nicht, deswegen erzähle ich nochmal hier kurz zu Ende, damit ihr wisst, was ich dafür bezahlt habe. Und ihr habt im Sinn, ich habe 50 Euro als Gegenangebot bekommen. So, ja, habe ich aber gesagt, nee, das ist mir zu viel. Mehr als 20 würde ich nicht zahlen. So, und dann ein großes Geschrei, bla 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 und... Nein, kann ich nicht machen. Nee, will ich gar nicht. Das ist nicht, wenn ich sage, hier, ich habe jetzt nicht erzählt, das sind Promos, dann hätte er wahrscheinlich, wer weiß, was gedacht. Aber er kannte sich nicht wirklich aus. Er hat irgendwelche Preise in den Raum geworfen von dem, was er geglaubt hat. Ich meine, gut,
Da hat neben mir noch einer Die Hard Trilogy Spiel kaufen wollen, PlayStation von Platinum Version. Da wollte er 25 haben, was ein Key-Kurs ist, weil das Spiel ist schon etwas teurer. Und Tekken 2 wollte er 40 haben. Das war schon viel zu viel. Naja, wie gesagt, ich sagte hier, komm, da ist nicht mal das richtige Case. Das ist nur ein Handbuch und CD. Er hat zwar reingeguckt, aber es ist ihm nicht bewusst geworden, dass das Promos sind. Weniger als die normale CD. Bei dem habe ich ihm gleich gesagt, das wird wohl ein falsches sein. Das nehme ich mit, weil es Sammlungsstück einfach nur so als Besonderes. Naja, ich sage, ich will zahlen nicht mehr als 20. Wie gesagt, große Aufregung. Ich habe gesagt, okay, komm, mache ich nicht. Packe ich zurück. Ja. Dann hat er, oh komm, gib mir wenigstens 40. Nein, 20, mehr ist es nicht wert. Fehlt die Hälfte, ich muss dann muss neue Hüllen, muss Backcover suchen. Man hat ja Gegenargumente. Naja, ich immer noch weggelegt. Und dann kam plötzlich der Chef aus dem Hintergrund. Der saß im Auto die ganze Zeit. Und er hat das dann gehört. Ne? Und dann sagt er, komm, gib mir 22 und ich bin glücklich. Da habe ich 22 hingelegt. Und das ist wert. Das ist das wert, weil ich sag mal so, dieses Spiel ist schon so ein 20 Euro Titel allein und Promos kann man nicht direkt in Preise rechnen. Kannst du aber sagen, bei den Titeln, das sind maximal 10 Euro wert Promos. Aber egal, ich habe jetzt 20 Euro für alles bezahlt, plus dieser komischen Resident Evil Sache und bin glücklich. Ja, das waren die Flohmarktfunde von heute. Ja, und jetzt seid ihr dran. Da unten Kommentare. Was war denn hier was Besonderes für euch dabei? Was findet ihr cool? Und habt ihr eins der Spiele auch ausprobiert? Ist eins davon euer Lieblingsspiel? Was sagt ihr? Habt ihr vielleicht diese komische PS Resident Evil Version schon mal gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, und dann gibt es da einen Like-Button und eine Glocke. Glocke für die nicht verpassen des nächsten Videos, denn dann bimmelt es. Mehr brauche ich nicht sagen. Ne? Ihr wisst, was ihr tut. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt gibt es noch ein paar Aufnahmen von den Funden, ein bisschen geordnet, damit ihr noch mal ein bisschen in Ruhe das sehen könnt. Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Ne? Macht's gut.